Im Dresdener Stadtteil Niedersedlitz hat am Montagvormittag eine Kfz-Werkstatt gebrannt. Zwei Gebäude an der Bismarckstraße standen dabei letztendlich in Vollbrand. Die Feuerwehr Dresden war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schließlich löschen. Schwierigkeiten bereitete den Kameraden anfangs das Lokalisieren des Brandherdes, denn die enorme Rauchentwicklung sorgte für schlechte Sichtverhältnisse. Das wirkte sich auch auf den Straßenverkehr und die Sicherheit der Anwohner aus. Über das Sirenenwarnsystem löste man eine Warnung der Bevölkerung aus. Im betroffenen Gebiet wurde dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Ja, aus feuerwehrtechnischer Sicht haben wir mehrere Abschnitte gebildet. Einerseits ein Abschnitt, der sich mit der unmittelbaren Brandbekämpfung im Inneren des Objektes beschäftigt. Dann ein Bereich außen, der also versucht, entsprechende Möglichkeiten zur Rauch- und Wärmeabfuhr zu schaffen, wo auch eine Drehleiter mit zum Einsatz kommt. Weiterhin haben wir einen Einsatzabschnitt Messen gegründet, der also sich darum kümmert, dass die Schadstoffmessungen, die eine Gefährdung für die Einsatzkräfte darstellen, aber auch für die Umgebung, für die Anwohner und die Umwelt, dass wir hier die Messungen durchführen. Das sind jetzt also die Maßnahmen, wie wir die Einsatzstelle aufgeteilt haben. Und last but not least natürlich der Nachschubbereich, wo wir jetzt hier Abrollcontainer nachgeführt haben, die die Möglichkeit bieten, einerseits die Atemschutzgeräte auszutauschen und wieder aufzufüllen, beziehungsweise kontaminierte Einsatzschutzbekleidung hier vor Ort auszutauschen. Und natürlich müssen auch die Kameradinnen und Kameraden, die Kolleginnen und Kollegen sich hier mal aufwärmen, die müssen mal was trinken. Und dafür haben wir den Abrollbehälter Sondereinsatz hier, wo man sich auch hier zu dieser kalten Jahreszeit mal kurz aufwärmen kann und dann gleich wieder in den Einsatz gehen zu können. Verletzte soll es aktuellen Angaben zufolge keine gegeben haben. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bezifferbar. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde immer noch an. Neben der Berufsfeuerwehr sind auch freiwillige Feuerwehren der Landeshauptstadt Dresden vor Ort im Einsatz. Auch zur Brandursache liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor. Die Polizei wird entsprechende Ermittlungen einleiten.